Das heutige Video dreht sich um die 20 besten Übungen, die dir helfen, dein Knie wieder komplett belastbar zu machen. Diese Übungen sind gemeinsam mit Kniespezialisten sorgfältig ausgewählt und stärken Bein- sowie Chormuskulatur. Außerdem machen sie dein Knie wieder beweglich und geschmeidig. Also am besten das Video ganz anschauen und gleich mitmachen. Wir starten gleich mit der ersten Übung. Beim Beckenheben seitlich werden vor allem die seitlichen Bauchmuskeln beansprucht. Aber es sind auch jede Menge anderer Muskeln deines Körpers mit beteiligt. Deshalb sind Stützübungen mit eigenem Körpergewicht so effektiv, aber auch so anstrengend. Der Unterarm wird auf die Trainingsmatte gelegt, Beine, Hüfte und Oberkörper bilden eine Linie. Erschwerend kommt jetzt noch dazu, dass der untere Fuß auf einem labilen Untergrund liegt und somit zusätzlich stabilisiert werden muss. Wir machen gleich weiter mit einer weiteren sehr anspruchsvollen Übung. Die Ausgangsposition ist dieselbe wie bei der Übung zuvor, nur dass jetzt nicht das Becken gehoben und gesenkt wird, sondern der Körper wird in der Stützposition gehalten und das gesunde Bein wird abgehoben und wieder abgesenkt. Halte stets die Körperspannung und atme ruhig. Du kannst nach ein paar Wiederholungen ruhig den oberen Arm aus der Hüfte nehmen und dich damit vor deinem Körper auf der Matte etwas abstützen. Eine Übung für absolut Fortgeschrittene. Die einbeinigen Sprünge mit Kniebeuge sind eine Kombination aus Kraft und Koordination, die viel Konzentration erfordert. Du stellst dich dazu auf die Trainingsmatte, hebst das gesunde Bein und springst einbeinig zur Seite, versuchst wieder die Balance zu finden und machst eine einbeinige Kniebeuge. Achte auf eine gerade Beinachse, einen aufrechten Oberkörper und der Druck wird eher auf die Ferse gelegt. Wie weit du bei der Kniebeuge nach unten gehst, ist abhängig von deinem Trainingszustand. Als Grundsatz gilt, je tiefer, desto effektiver. Die nächste Übung ist auch relativ anspruchsvoll und erfordert viel Konzentration. Dazu rollst du die Trainingsmatte ein und stellst dich mittig darauf. Sobald du das Gleichgewicht gefunden hast, beugst du dein Bein und gehst so tief wie möglich nach unten. Der Unterschied zu Phase 4 ist, dass du in Phase 5 noch tiefer nach unten gehst, also dein Knie mehr beugst. Achte auf eine gerade Beinachse, eine möglichst aufrechte Körperhaltung und arbeite auch bei dieser Übung langsam und konzentriert. Bei der Bewegung nach oben atmest du aus. Das Planken mit Beinheben am Gymnastikball ist eine schwerere Variante der Planks. Dazu werden beide Unterarme auf den Gymnastikball gelegt und der Körper in Stützposition gebracht. Oberkörper und Beine bilden dabei eine Linie, somit vermeidest du ein Hohlkreuz. Anschließend werden die Beine abwechselnd ca. 30 cm angehoben. Achte darauf, dass die Knie stets gestreckt bleiben und die Bewegung des Beines nur aus der Hüfte erfolgt. Halte den Oberkörper so gut wie möglich oben, dies erfordert allerdings auch etwas Kraft in den Armen. Weiter geht's mit der Kniebeugung im Seitstütz. Eine ausgezeichnete Übung für Bein- und Chormuskulatur, die aber gleichzeitig auch etwas an Koordination abverlangt. Dazu legst du dich auf die Trainingsmatte und gehst in den Seitstütz. Nun wird das obere Bein gebeugt und so weit wie möglich Richtung Brust gebracht. Anschließend streckst du es wieder ganz nach hinten durch und versuchst dabei die Balance zu halten. Übrigens, sollten dir diese Übungen noch zu schwer sein, bleib so lange in den anderen Phasen, bis du soweit bist. Die Kniebeuge per se ist eine der besten Übungen für die gesamte Bein- aber auch Chormuskulatur. Im fortgeschrittenen Trainingszustand wären Kniebeugen ohne Zusatzbelastung eher wirkungslos. In dieser Phase sollten die Kniebeugen mit Kurzhanteln erschwert werden. Das Gewicht ist natürlich abhängig von deiner Beinkraft, also deinem Trainingszustand. Als Grundsatz gilt jedoch, verwende nur so viel Gewicht, dass du ca. 20 bis 30 Wiederholungen schaffst. Die saubere Ausführung der Übung schlägt immer die Höhe des Gewichts. Weiter geht's mit einer Übung zur Kräftigung der Gesäßmuskeln und der Oberschenkelrückseite. Dazu legst du dich mit dem Rücken auf die Trainingsmatte, legst die Arme seitlich ab, streckst das gesunde Bein auf Höhe des anderen Oberschenkels und nun drückst du das Becken so weit wie möglich nach oben. Im Optimalfall so weit, dass Oberkörper und Oberschenkel eine Linie bilden. Danach senkst du das Becken wieder ab, wobei das Gesäß während der gesamten Übung nicht mehr abgelegt wird. Atme aus bei der Bewegung nach oben. Weiter geht's mit einer ausgezeichneten Kräftigungsübung für die unteren Bauchmuskeln. Dazu legst du dich mit dem Rücken auf die Trainingsmatte, hebst die Beine gestreckt nach oben, sodass Oberkörper und Beine einen Winkel von 90 Grad bilden. Anschließend wird die Hüfte nach oben abgehoben und langsam wieder abgesenkt. Achte besonders darauf, keine schwungvollen Bewegungen zu machen und nicht mit den Beinen nach hinten zu rollen. Die Arme sind seitlich abgelegt, sollten jedoch möglichst wenig mithelfen.
Die nächste Übung dient zur Kräftigung der Oberschenkelrückseite, Gesäßmuskulatur und die Muskeln des unteren Rückens. Du legst dich dazu auf die Trainingsmatte und gibst beide Fersen auf den Gymnastikball. Die Knie sind etwa 90 Grad abgewinkelt. Jetzt drückst du das Becken so weit nach oben, bis Oberkörper und Oberschenkel eine Linie bilden. Anschließend wird das Gesäß bewusst langsam wieder abgesenkt, aber nicht mehr abgelegt. Aufgrund der labilen Unterlage muss dein Körper zusätzlich den Rumpf stabilisieren. Die einbeinigen Curls am Gymnastikball ist eine tolle Übung für dein verletztes Knie, aber auch die gesamte Körperstabilisation. Das verletzte Bein wird auf den Gymnastikball gelegt, das Becken abgehoben und sollte während der ganzen Übung durchgehend auf einer Höhe bleiben. Das andere Bein wird über dem Ball gebeugt gehalten. Das verletzte Bein wird langsam und dynamisch gestreckt und wieder gebeugt. Versuche dabei, so gut wie möglich dein Gleichgewicht zu halten. Diese Übung ist relativ anspruchsvoll. Beinahe alle Übungen mit Gymnastikball trainieren deine Koordination und Chormuskulatur. Eine starke Mitte ist die Basis für alle Bewegungen im Alltag und können das Verletzungsrisiko extrem minimieren. Du setzt dich auf den Gymnastikball, das verletzte Bein wird auf das Luftkissen gestellt und das andere abgehoben. Nun werden im Wechsel linker und rechter Arm gehoben, erschwert entweder mit Kurzhanteln oder einer Wasserflasche. Versuche stets das Gleichgewicht zu halten und führe die Bewegungen langsam und dynamisch aus. Auch die nächste Übung stärkt deine Körpermitte. Chormuskeln sind jene Muskeln zwischen Zwerchfell und Beckenboden. Ihre Aufgabe ist es, den Körper zu stabilisieren, vor allem auch den Bereich der Wirbelsäule. Setze dich auf den Ball, nun werden die Beine abgehoben, halte das Gleichgewicht und mache mit den gestreckten Armen kurze Scherbewegungen. Kleiner Tipp: Chorübungen eignen sich auch hervorragend bei Rückenschmerzen. Mehr Details und Trainingsvideos findest du auf meiner Homepage unter www.wlnd-fitness.com. So, wir machen weiter mit einer Koordinationsübung, die vor allem deine Core-, aber auch Oberschenkelmuskeln trainiert. Dazu kniest du dich auf den Gymnastikball und versuchst, das Gleichgewicht zu halten. Anschließend streckst du die Hüfte langsam durch, also du richtest dich auf. Danach senkst du deinen Körper langsam wieder ab. Für viele ist es sehr schwer, schon mal auf den Ball zu kommen. Vielleicht hast du ja einen Trainingspartner, der dir hilft. Oder du hältst dich irgendwo fest, zum Beispiel an einem Türgriff. Achtung, dass du bei dieser Übung nicht vom Ball fällst. Kniebeugen am Luftkissen sind eine ausgezeichnete Kräftigungs- und Koordinationsübung, jedoch relativ anspruchsvoll. Du stellst dich mit dem verletzten Bein auf das Luftkissen, alternativ kannst du auch die eingerollte Trainingsmatte verwenden. Nun beugst du langsam und kontrolliert das Knie. Achte auf eine stabile Beinachse, einen aufrechten Oberkörper, geraden Oberkörper und eine gleichmäßige Druckverteilung in der Sohle. Der Unterschied zu den Phasen davor ist jener, dass du nun versuchst, bei den Kniebeugen immer tiefer zu gehen oder sogar Kurzhanteln verwendest. Die letzten Übungen widmen wir uns wieder voll und ganz dem Dehnen. Wir starten mit der Oberschenkelrückseite. Dazu gibst du das verletzte Bein auf einen Stuhl, greifst dein Handgelenk hinter dem Rücken, ziehst die Schultern zurück und beugst dich mit geradem Rücken langsam nach vorne. Halte diese Position ca. 30 bis 60 Sekunden. Danach wird die Dehnung wieder langsam gelöst. Am effektivsten dehnst du deine Muskeln mit einer eigenen Trainingseinheit. Alle Details dazu findest du im Knieprogramm auf meiner Homepage. Weiter geht es mit einer Dehnungsübung für die Oberschenkelvorderseite. Die Wiedergewinnung der Beweglichkeit nach deiner OB ist das A und O. Nur so kannst du alle Bewegungen im Alltag wieder uneingeschränkt ausführen. Dazu stellst du dich aufrecht auf die Trainingsmatte, greifst das Sprunggelenk des verletzten Knies und ziehst es vorsichtig Richtung Gesäß. Alternativ kannst du den Unterschenkel auch mit einem Handtuch nach oben ziehen. Gleichzeitig sollte die Hüfte gestreckt werden. Nun nehmen wir uns die Oberschenkelinnenseite, die Adduktoren, vor. Dazu setzen wir uns auf den Boden, schließen die Fußsohlen, greifen beide Sprunggelenke und ziehen die Beine Richtung Körpermitte. Gleichzeitig werden mit den Armen die Knie nach unten gedrückt. Der Oberkörper bleibt stets aufrecht, also achte darauf, dass du keinen Rundrücken machst. Übrigens, dehnen solltest du immer nur im aufgewärmten Zustand und alle Dehnungsübungen können 2 bis 3 Mal wiederholt werden. Mit der letzten Übung in diesem Video möchte ich dir noch zeigen, wie du deine Wadenmuskulatur beweglich machst. Dazu stellst du dich an eine Wand und gehst in einen relativ großen Ausfallschritt, wobei beide Zehenspitzen nach vorne zeigen. Nun wird der Oberkörper aufgerichtet und das Becken nach vorne geschoben. Achtung, nicht schummeln! Die Ferse des hinteren Beines bleibt während der gesamten Übung immer am Boden. Nach ca. 30 bis 60 Sekunden löst du die Dehnung langsam und wechselst das Bein.
Lass mir einen Daumen nach oben da, falls du in Zukunft mehr Videos zu ähnlichen Themen sehen willst. Für regelmäßige, neue und spannende Videos zum Thema Fitness, Gesundheit und Abnehmen, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.